Oh Mist, Schuhe vergessen. Jetzt dreht er völlig durch und rennt in Socken durchs Gelände. Nee, nee, das hat alles seine Richtigkeit. Das, was ich da an den Füßen habe, das sind die Skinners 2.0. Ja, ihr Lieben, Film läuft, ich auch. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr wollt, sehen wir uns nach einem kurzen, nagelneuen Intro. Willkommen am Produkt Vorstellungsstein, den nehme ich ja immer als Tisch. Inspiriert vom Achim vom Kanal Einfach mal barfuß habe ich mir die Skinners mal zugelegt. Er hat damit schon 100 Tage Streakrunning gemacht, Hut ab, und er läuft nur mit diesen Socken. Er hat gar keine Schuhe. Wenn ihr wollt, schaut gern mal auf seinem Kanal vorbei. Einfach mal barfuß Achim. Ganz liebe Läufergrüße gehen raus in den Schwarzwald. Ja, hier steht drauf, wofür die geeignet sind. Und zwar steht hier unten fürs Camping, fürs Reisen, für Aktivitäten, sportliche Aktivitäten und fürs Fitnessstudio, aber auch für den Strand. Also gar nicht so spezifisch fürs Laufen gedacht, und da wäre ich selber wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen, das mal auszuprobieren, aber der Achim schwört darauf und da dachte ich, wir probieren es mal aus. Hier außen seht ihr auch die ganzen Farben, die erhältlich sind auf der Packung. Ich fahre einfach mal hier so lang. Ja, ich habe mir die grauen rausgesucht. Ja, ich bin da bei den Socken nicht so farbenfroh. Wollen wir sie mal auspacken? Okay, dann machen wir das mal. Ich mache die Schachtel mal auf. Ja, erstmal so eine Schiebeverpackung, das macht schon mal was her. Und dann ganz einfach so hier. Ich nehme mal eine raus. Ich muss mich korrigieren. Ich habe blaue bestellt, das hatte ich ganz vergessen. Okay, auf der Packung waren sie grau abgebildet. Wahrscheinlich ist die Packung einheitlich. Ja, die sehen jetzt erstmal ein bisschen platt gedrückt aus, wenn sie hier rauskommen. Und was sofort erkennbar ist, ist die Sohle. Die soll 3 mm dick sein. Also schön dünn, ideal fürs Barfußlaufen. Und die hat so eine richtig grobe Struktur. Ich gehe hier mal ran und zeige euch das mal. Ja, und das spricht natürlich dafür, dass man die auch für alle möglichen Hallensportarten oder Aktivitäten auf glatten Untergründen verwenden kann. Das ist bestimmt sehr rutschfest. Aber wenn ich das jetzt so anfasse, ist es auch ein guter Schutz irgendwo, wenn ich jetzt draußen rumlaufe vor spitzen Steinen, jedenfalls vor den kleinen. Die großen wird man auf jeden Fall merken, wenn man da drauf tritt. Ja, unweigerlich wird man mit den Dingern Vorfuß laufen. Ich gehe mal mit der Hand rein. Ja, es wird bestimmt so sein, dass man dann hier vorne aufkommt. Ich muss mal die Kamera ein bisschen nach unten machen. Dass man mit dem Vorfuß aufkommt oder eben mit dem Mittelfuß. Mit der Ferse damit aufzukommen, wird bestimmt schmerzhaft werden und das wird man sich dann ganz schnell abgewöhnen. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier mal eine kleine Warnung aussprechen muss, wenn ihr das mal probieren wollt und vom normalen Schuhlaufen kommt und noch nie barfuß gelaufen seid. Fangt ganz langsam an. Legt erstmal ganz kleine Strecken damit zurück, weil euer Fuß das gar nicht gewöhnt ist. Eure Muskeln, Bänder, Sehnen und Gelenke müssen sich da ganz neu dran gewöhnen. Ruhig erstmal mit 100 Metern anfangen, gucken, wie sich's anfühlt, und dann so immer mal erstmal 2 Wochen plus die 500 Meter laufen und dann ganz allmählich, ich sag mal über ein halbes Jahr bis zu eurem normalen Laufpensum nach oben arbeiten. Ja, schauen wir mal, wie sie sich so draußen machen. In der Schachtel sind übrigens nicht nur die Socken, sondern auch noch so ein schicker Aufbewahrungsbeutel. Ja, das macht vielleicht Sinn, wenn man gelaufen ist und die sind dreckig, dann kann man die hier rein tun und damit transportieren. Ja, nicht schlecht. Oder man nimmt ihn einfach für was anderes.
Absolut geniales Laufgefühl. Auch solche Steine hier dämpft diese dünne Sohle weg. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, wenn man so auf Split läuft, geht's. Und bei sowas tut's dann doch weh. Aber ich habe das jetzt gerade ein paar Mal provoziert. Absolut kein Problem. Und dennoch herrlich wie barfuß. Nach circa 2 Kilometern muss ich sagen, ich bin absolut begeistert. Ja, die Strecke war jetzt eine Mischung aus großem Waldweg und so ein bisschen Singletrail. Und da hat man ja hier immer mal diese Wurzeln. Und die merkt man schon genauso, als wenn man barfuß wäre. Und das bedeutet, man muss eigentlich wieder mal viel aufmerksamer laufen. Sonst vergisst man das und stiert nach vorne und den Rest machen die Beine. Und hier schärft man wieder mal die Sinne und guckt auch immer mal nach unten, wo man hintritt. Und das finde ich gut. Also das Gefühl ist richtig herrlich, einwandfrei. Wenn ihr schon länger bei mir auf dem Kanal mit dabei seid, dann wisst ihr ja, dass ich gerne mal sowas mache und ausprobiere und dass ich auch immer mal barfuß unterwegs bin mit allen möglichen Schuhen, die zum Barfußlaufen zählen. Ja, ich finde, das ist irgendwie für mich das Beste, um verletzungsfrei dauerhaft unterwegs zu sein, die Kombination zwischen Schuh und Barfußlaufen. Ich bin also nicht so ein Hardliner wie der Achim. Ich muss nicht immer sowas anhaben. Ich mag das auch mal mit Trailschuhen durchs Gelände zu laufen oder bei einem Wettkampf mit schnellen Laufschuhen. Aber ab und zu tut es mir echt gut. Ich finde es cool. Ja, die hier sollen 800 Kilometer halten laut Hersteller. Das wäre mal noch interessant, das rauszufinden, ob das stimmt. Das wird sich zeigen. Vielleicht mache ich da noch mal ein Video drauf. Die wiegen gerade mal 160 Gramm, das Paar. Das ist natürlich super. Und ja, der Laufkomfort ist natürlich gegeben. Ich schwöre ja immer auf Zehenfreiheit. Die hat man hier natürlich auch. Deswegen laufe ich ja sonst als Schuhe auch die Joe Nimble, dass meine Zehen Platz haben und vorne nicht so eingeengt werden. Ja, und die sind bei 30 Grad in der Maschine waschbar. Ja. Der Schutz hier unten rum gegen Schnitte oder so soll laut Hersteller auch gegeben sein. Also wenn man mal auf eine Scherbe oder so tritt, kommt die nicht sofort durch. Und man hat noch eine Variation, wie dick man die Sohle macht. Das habe ich nämlich jetzt gerade erst rausgefunden. Die hat nämlich eine rausnehmbare Innensohle. Man kann die Sohle also nochmal entfernen und ist somit noch näher am Boden dran. Ich zeige euch das mal hier. Hier, die könnte ich jetzt rausziehen. Ich will es jetzt nicht machen. Die muss man natürlich nachher wieder reinfuddeln. Ja, da ist man noch näher am Boden und hat eine noch dünnere Sohle. Oder wie ich es jetzt am Anfang mache, lasse ich die Sohle drin und habe halt unten diese 3 mm. Ja, dieser körnige Gummi hier unten, der schützt natürlich nicht nur vor den spitzen Sachen, sondern auch ein Stück weit vor Feuchtigkeit. Also ich bin jetzt ab und zu mal so in den leichten Schlamm getreten, auch mal in eine kleine Pfütze und ich muss sagen, die Füße sind immer noch trocken. Von oben hat man dann natürlich keinen Schutz, aber bei verschiedenen Schuhen ist das ja auch so, die sind auch sofort durch, wenn es regnet. Ja, die Dinger kosten zwischen 45 und 70 Euro. Ja, das ist jetzt abhängig von der Farbe und die teure Variante ist auch die, wo hier oben das noch ein bisschen länger ist. Die gehen also dann über den Knöchel. Und natürlich, wie immer, ist es abhängig auch davon, ob es gerade ein Angebot gibt. Wie vorhin schon erwähnt, gibt es die Skinners ja in ganz vielen verschiedenen Farben. Und auch speziell für Mädels, aber auch sogar für Kinder, also für den Kindersport, finde ich ganz cool. Da wird einem gar nicht erst dieses blöde Schuhgelaufe und dieses Fußbondage angewöhnt, sondern dann kann man die Kinder gleich wie barfuß irgendwo rumlaufen lassen. Finde ich gut. Zum Thema Rutschen muss man sagen, sind die auch richtig gut. Das habe ich jetzt gerade auf der Brücke gemerkt. Da war so nasses Holz
und da rutscht gar nichts. Und genauso ist es auch im Schlamm. Ja, die sind mindestens so rutschfest wie Trailschuhe, die ja unten so ein grobes Profil haben. Also diese noppische Sohle ist echt gut dafür. Mein Fazit nach ca. 4 Kilometern, herrliches Barfußgefühl, absolut genial. Meine Huaraches haben riesengroße Konkurrenz bekommen. Ja, es läuft sich auf jeden Boden perfekt, auf Asphalt habe ich es jetzt noch nicht probiert, aber auf so Waldwegen mit leichtem Split oder auf irgendwelchen Singletrails oder wie hier, am schönsten ist es natürlich auf so Moosboden durch den Wald direkt. Ist es herrlich und man hat so irgendwie wieder das Gefühl für den Boden und das muss man auch bekommen, das habe ich gemerkt. Wenn ab und zu mal so eine Wurzel ist mit so einem Stock, der nach oben guckt, dann tut's doch ein bisschen weh, wenn man drauf tritt und da wird man dran erinnert, dass man doch ein bisschen mehr drauf achtet, wo man hintritt. Aber so eine Kienäppel oder kleinere Steine sind überhaupt kein Problem, die spürt man gar nicht, wenn man da drauf tritt. Die werden weggefedert. Ja, wenn es denn so ist, dass die so lange halten, wie es der Hersteller verspricht, dann ist das Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich top. Besonders, wenn man das mal mit anderen Laufschuhen oder so vergleicht. Ja, ich finde sie einfach nur genial. Von mir gibt es eine absolute Empfehlung. Ich möchte mich an dieser Stelle mal ganz herzlich bei euch bedanken für eure lieben Kommentare unterm letzten Video mit dem Streakrunning-Abbruch. Danke dafür, ich habe mich sehr darüber gefreut. Das sind sie, die Skinners. Wenn ihr vorhabt, die euch mal zuzulegen, dann könnt ihr das gerne natürlich absolut freiwillig über den Link unten in der Videobeschreibung machen. Das ist für euch nicht teurer und ich bekomme dennoch eine ganz kleine Provision. Ihr würdet mich dann also ein bisschen unterstützen. Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Danke fürs Zugucken. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.